Thomas Gottschalk hat sich schockiert geäußert, nachdem seine Villa in Malibu von einer Feuerwalze zerstört worden ist. Ich kann dazu gar nichts sagen, weil mir die Worte fehlen, sagt Gottschalk der Bild-Zeitung vom Montag. Ich hatte das Gedicht Der Panther in der Handschrift von Rainer Maria Rilke an der Wand hängen. Das ist ebenso in Flammen aufgegangen wie das Treppenhaus, durch das meine Kinder immer getobt sind. Der 68-Jährige hat am Sonntag bestätigt, dass sein Anwesen in Flammen aufgegangen ist. Er habe in Deutschland gerade eine Benefizgala für Kinder moderiert, als er es erfahren habe, sagt Gottschalk. Den 42. Hochzeitstag hat sich das Ehepaar Gottschalk anders vorgestellt. Der Entertainer nimmt es mit Galgenhumor. Der Bild-Zeitung sagt er, dass mein Herz für Thea brennt, weiß jeder. Aber dass zum Hochzeitstag auch noch unser Haus brennt, muss nicht sein. Gottschalk ist seit 1990 im US-Bundesstaat Kalifornien ansässig, wo derzeit die schweren Waldbrände toben.